Hallo, Harley hier und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Hier trifft gerade eine Elfenkarawane ein. Und da oben kommen sie. Es scheinen nicht viele zu sein. Zwei kleine Gimpelhändler. Es ist nicht schlimm. Das muss ich natürlich noch erstmal. Das ist natürlich doof, wenn ich jetzt sage, so. Erst einmal möchten wir den Trader jetzt hier haben und wir möchten dort Sachen hinbringen. Und zwar die Crafts. Das sind immer noch nicht viele, ne? Bei den Elfen dran denken, wir dürfen nicht alles handeln. Die mögen es nicht, wenn man denen Holz verkauft. Ich bin gerade irritiert, weil wir haben hier oben doch. Hier sind doch 2, 4, 6, 7 Kisten. Das könnte man natürlich einmal, das wäre jetzt die Frage. Die Finished. Na, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, was Finished Goods, ob da auch andere Sachen drin sind. Irgendetwas, Chained Flask, Codices, Tools. Ach, Tools sind Werkzeuge, ne? Ach, Backpacks, Legwear, alles sowas ist dabei. Ah, ist natürlich. Hätte ich vorher genau gucken müssen. Da haben wir jetzt alles Mögliche drin. Armor? Armor fällt auch unter Finished Goods. Weapons dann auch? Nein. Okay. Aber Köcher, Splints, Crunches, also Krücken und sowas, das fällt alles damit runter, die Rucksäcke. Und da müssen wir nochmal feiner ran, dass wir da sozusagen nachher nur Handelsgüter drin haben. Aber die bringen das jetzt zum Markt. Weiß ich gerade noch zwei. Doch, da sind zwei. Der andere ist nur ein bisschen woanders lang gegangen. Und die Brücke steht immer noch nicht. Das möchte einfach keiner. Aber unsere Handelswaren sind wohl angekommen. Unser Händler ist auch schon. Das ist ja super. Können wir direkt loshandeln. So, jetzt müssen wir nur. Warte, wie war das nochmal? Kann ich das so machen? Nein. Aber mit Shift-Enter mag ich ja alles zum Handeln. Man nimmt aber auch nur die Kisten. Da die Kisten aus Holz sind, wollen wir das nicht. So, okay, dann haben wir das. Da müssen wir es anders machen. Wir nehmen erstmal müssen wir gucken, ob die überhaupt genug Sachen haben, die wir haben möchten. Irgendwelche Holzsachen. Guck mal, Pferd, Gorilla, Tiger. Ein Tiger. Ist bestimmt cool, wenn man den zur Schlachtbank dann führt. So, eben. Haben wir da irgendwie ein riesiger Löwe? Das ist eine noch schlechtere Idee, glaube ich. So, haben sie irgendwas dabei? Die werden wahrscheinlich auch nicht gut. Buckets und so weiter. Brauchen wir nicht. Jutesocken. Aber das ist das Plus hinter. Plus heißt, es ist uns zu groß. Was kein Wunder ist, weil es sind halt. Ah nee, doch nicht. Das hat mit der. Doch, das Plus hieß doch, dass es zu groß ist. Genauso wie. Also ich bin der Ansicht, alles was im Plus eingerahmt ist, war zu groß. So, da bleibe ich jetzt auch bei. Ansonsten könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber die haben hier nichts. Die haben nichts. Was können wir denn da jetzt mitnehmen? Dass sie vielleicht mal wiederkommen und dann was Vernünftiges mitbringen. Ich nehme auch, kauf einfach ein paar Krücken. Ich kaufe jetzt Krücken und Splints waren, glaube ich, hier, wenn man geschient werden muss, ne? Clay möchte ich nicht. Ja, Puzzleboxen möchte ich aber auch nicht. Hier gibt es nichts. Ich kann auch ein Schild mitnehmen. Das ist auch nur aus Holz. Kann ich aber Metall besser herstellen. Und hier steht nichts bei den Mittens und so weiter, dass die zu klein sind. Zu groß sind. Ich nehme die auch einfach mal mit. Einfach nur, damit ich hier mit denen handeln kann. Pfeile, Holzpfeile. Ja.
Nee. So. Ist jetzt nicht viel. Ah, wir handeln ein bisschen mit denen. So, Figurine. Kaufen hier, verkaufen. Ich muss nur gucken, dass ich da jetzt keinen Mist mit habe, weil ich ja festgestellt habe, in der Kiste ist nicht nur das, was wir haben wollen. So, der Trader macht bis jetzt Profit. So. Und eine, ach komm, die Figurine der Zwerge kriegen sie auch noch mit. Sollen sie sich freuen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ne? Trade. Jo. Und er ist zufrieden. Gut. Dann können wir den Trader auch wieder sagen: So, du brauchst nicht mehr. Hau wieder ab. Jetzt über G kann ich doch auch wieder. Achso, sind noch am Traden. Lassen wir erstmal laufen. Hol die sonst später wieder ab. Die Brücke blinkt immer noch. Wir brauchen noch ein Krankenhaus. Wir brauchen noch ein Krankenhaus. Vorgaben für ein Krankenhaus. Tisch, Streckbank, Kiste und sowas. Kann ich hier eine Streckband bauen? Und wie hieß die Streckbank nochmal? Alles wieder vergessen. Nee, nicht Furnace. Muss die Schreckbank aus Holz sein? Wie hieß die nochmal? Ah, was hieß eine Streckbank? Vergessen. Ich weiß, dass die sowas brauchten. Okay, aktuell haben wir keine Verletzten. Ich mache das Krankenhaus nachher. Ich mache das Krankenhaus beim nächsten Stream. Dann kann ich das vorher nochmal nachgucken, wie ich an eine Streckbank komme. Weil ich weiß nicht, wie ich brauche. Die Streckbank, eine Kiste, wo dann nachher Crunches und Splints und so weiter drin sind. Am besten ist auch eine Wasserquelle, weswegen ich halt überlege, das hier unten neben die Hunde zu bauen. Und was brauchten sie noch? Ja, ich glaube Betten noch und ich glaube auch noch einen Tisch. Und dann steht, glaube ich, das Hospital. Ach so, ja, und wo ich den Hund hier draußen rumlaufen sehe. Da draußen läuft die ganze Zeit ein Hund rum, der möchte rein, aber die Tür ist für Hunde verboten. So, tack. So. Das ist auch drinne. Jetzt freut er sich. Läuft trotzdem wieder raus. Aber er kommt jetzt wenigstens wieder rein. Und das sieht so aus, als wäre da jetzt endlich einer zugange und holt Steine und baut diese verdammte Brücke fertig. Das ist auch gut. Es läuft also. Das Einzige, was nicht läuft, ist hier gerade die Frage nach den Lebensmitteln. Foodstores, 380. Wir haben nur noch einen Samen, 62 Getränke und 317 andere Sachen. Das sind ja wahrscheinlich die Prepared Foods, würde ich sagen. Es ist jedenfalls nichts Rohes, weil es ist weder Meat, Fisch noch Pflanze wird aufgeführt. Also ist das alles verkocht worden. Was ja gut ist. Aber trotzdem, ich mache mir Sorgen. Und wo ich schon mal hier jetzt bei bin, könnte ich theoretisch auch noch mal gucken. Es gibt ja, es gab ja schon die ersten Meldungen wegen Leuten, die gerne Namen hätten. Und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, so hier, es hat mal einen, der wollte gern Krieger sein. Es ist jetzt zwar kein Axt mit Schild, ist wahrscheinlich ein Mace mit Schild. Aber das muss reichen. Maces sind auch viel effektiver gegen Untote, habe ich gelesen. Also bleiben wir dabei. So, wie war das nochmal? Ich muss mir die Einheit angucken. Und dann kann ich die customizen. Ne? Und dann mache ich ein Nickname. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Name funktioniert. Ist mein Mikro im Weg zum Tippen. So. Ja. Tastatur. Mikro im Weg. Muss ich anders machen. Ernie van Dijk. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich glaube ja. Auf meinem Zettel sieht das richtig aus. So, damit haben wir Ernie van Dijk als unseren Militia Commander. Und dem anderen Kollegen war es egal. Deswegen wird er Chef. Einfach damit wir wieder einen Chef mit Namen haben. Wenn der dann wieder stirbt. Also der Chef ist aktuell der mit der größten Fluktuation. So, V, Customize,
N und dann haben wir hier den Control-Troll. Richtig geschrieben? Richtig geschrieben. Und wenn nicht, dann nochmal melden. So, damit haben wir das, ne? Ne, der Control-Troll ist gar nicht der Chef. Der Control-Troll ist jetzt der Arzt. Stimmt, ich wollte nicht Arzt und Chef gleich haben, ne? Das ist ja doppelte Arbeit. Gut, dann hat der Control-Troll das, glaube ich, mit am besten, weil er ist der Buchhalter. Der kann da ganz entspannt in seinem Kämmerchen sitzen, Buch führen. Muss ab und zu vielleicht mal ein paar gebrochene Knochen richten, aber sonst alles safe. Solange das Hospital nicht da ist, hat also nichts anderes zu tun als zählen. So, der Butcher ist jetzt abgesichert. Und jetzt können wir jetzt kann ich die Türen setzen. Endlich. So, eine Tür davor. Und noch eine Tür da. So, da müssen die Untoten, wenn sie kommen, sich erstmal auch durch die Türen durcharbeiten. Ich weiß nicht, ob so ein Jackhaarbüschel sich durch eine Tür arbeiten kann. Aber wenn es gut läuft, wird es ja eh eingefangen. Damit ist die Butcher, der Butcher ist jetzt gesichert. Ach, die bauen die Fallen noch auf, ne? Genau. Sieht man, stimmt, die farblichen Unterschiede schwer zu erkennen. Ihr kennt mein Problem. Aber die werden heller, wenn eine Falle draufsteht. Okay, und da kommt jetzt die andere Tür. Super. Gefällt mir. Die Brücke wird gerade gebaut. Die Steine sind jetzt also anscheinend alle da. Ihr hier oben seid immer noch nicht fertig hier. Nein? Okay, ist nicht schlimm. Wie viele Einheiten haben wir? Wir haben jetzt 17 Zwerge. Spannend wird es ab 20, dann können die besessen werden. Da ist, glaube ich, der Break bei dem Spiel ist, glaube ich, ab 20, wenn sie ihre Mut kriegen, ihre unglaublich gute Laune, sich einen Workshop schnappen und dann was herstellen wollen und durchdrehen, wenn sie nicht alle Sachen finden, die sie gerne hätten. Es sind doch zwei Miner da. Ach, der eine musste erst hier fertig werden. Wahrscheinlich, weil der Brückenbauer war und alles mögliche andere auch baut. Ah, und dann Link Up Bridge. Wir haben nur die eine Brücke, das macht es einfacher. So, und dann A, Shift P, um zu gucken, ob es auch funktioniert. Wenigstens erstmal alles prüfen. Danach musst du ja sowieso wieder runter, weil sonst haben wir die Elfen eingesperrt. Das finden die, glaube ich, nicht gut. Aber es fühlt sich eh gerade keiner berufen, da, glaube ich, die Mechanismen anzubringen, ne? Nein. Aber es fühlen sich 7 Leute berufen, in der Dining Hall rumzustehen und nichts zu machen. Migranten! Guck mal, dann haben wir das ja auch schon mal. Wo sind sie? Hallo? Da, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, die bringen wieder Tiere mit. 6, 7, 8, 9, so viele? 10? Ernsthaft? 11? 12? Kind? 13? 14? 15? Scheiße. 16? 17? 18? Ernsthaft? 19? 20? 21? 22? Wollt ihr mich verarschen? Nee, wollen sie nicht. Alter, ich hoffe, ihr habt Essen mitgebracht. Das ist ja... verdammt. 39. Wir haben zu wenig Betten. Ich muss doch wieder mit Gefängniszellen anfangen. Okay, dann fangen wir erstmal an. Baut erstmal Betten. Hier können wir bestimmt auch einen Manager einstellen und andere schöne Sachen. Dann brauche ich das nicht mehr einstellen. Dann kann ich halt direkt sagen, bau 50 Betten. Und dann baut der 50 Betten. Jetzt wollen die ja gleich rein und dann wird direkt die Brücke hochgezogen. Alter, es wird voll. Es wird total voll in der Meeting Hall. 25 Eidler. Verdammt. So, jetzt erstmal müssen wir hier jetzt dann wieder aussortieren. Alles, was kein Hund ist, kommt hier jetzt rein. Was auch immer ihr mitgebracht habt. Papi, Papi, Papis, Papi.
Jack. Okay. Kitten. Eine Katze. Eine weibliche Katze. Das ist nicht schlimm. Katzen fressen Ungeziefer. Problem ist, Katzen vermehren sich. Ich glaube, das hatte ich erwähnt, ne? Catsplosion und so weiter. Wo wir dann nachher halt irgendwann in Katzen untergehen werden. Aber besser, als wenn uns nachher die Untoten überrennen. So, was macht ihr jetzt? Ach, ihr sammelt jetzt die Tiere draußen ein, ne? Okay, dann sammelt ihr mal die Tiere ein, wenn die so langsam waren. Und was macht ihr jetzt? Jetzt gehen die alle weg. Ach, jetzt die holen Holz. Und der hier? Was hat der vor? Wo will der hin? Der wandert schon wieder aus. Nee, der holt sich jetzt was zu trinken oder was? Er steht zumindest im Fluss. Irgendwas wird er vorhaben. Dangerous Terrain in einem Stockpile. Warum? Welcher Stockpile kann denn Dangerous Terrain sein? Terrain, so. Vor allem, wer wollte da jetzt was einlagern? Das war nicht unter Reports, ne? Fighting, fighting, fighting. Wo kann ich das jetzt nochmal nachgucken? Habe ich auch wieder vergessen. Man konnte das noch nachgucken. Ah. So. Kann ich jetzt gucken? Zoom to Unit. Jetzt sehe ich gerade mal wieder. Ach, da ist. Ach, die Brücke ist gerade hochgezogen worden. Okay. A. Shift P, die Brücke hat funktioniert. Könnt ihr wieder runterlassen? Stehen ja genug Leute daneben. Könnt mal einer da von euch ziehen? Bitte. Einmal da. Danke. Oh. Zwerg eingesperrt. Och, Mensch. Haben wir einen Zwerg? Vollidioten. Hurra, lass den Zwerg da wieder raus. So, und jetzt? Kommst du? Möchtest dich wieder bewegen? Ja, okay. So, schnell, bevor jetzt wieder irgendwas schiefläuft. A, Shift P. Zieh noch mal dran. Bevor da gleich wieder ein Zwerg. Ja. Bevor gleich wieder ein Zwerg da drinne steht. Danke, gezogen. Brücke unten. Super. Ja, da war's. Direkt Mut, ne? Wie ich gesagt habe. Mason has been possessed. Und jetzt können wir nämlich auf die Einheit zoomen. Wir können ihr folgen. Und dann wird er sich jetzt. Oh, ich bin verrückt geworden. Ich muss jetzt unbedingt irgendwas bauen. Und zwar eine Tür oder sowas. So, er hat jetzt einen Mason Workshop. So, jetzt. Für sich beansprucht und hat jetzt voll coole Ideen, was er machen könnte. Er geht jetzt los, holt einen Stein. Das Problem ist, er kann auch noch Sachen fragen, die es halt nicht in der Festung gibt. Glas zum Beispiel. Deswegen fängt man irgendwann an, alles Mögliche zu kaufen. Ihm hat es aber jetzt gereicht, zwei Steine zu nehmen. Und jetzt baut ihr eins dieser Artefakte. Wir haben also Glück gehabt, dass der sehr einfach zufriedenzustellen war. Finde ich gut. Dann bauen wir unser erstes Artefakt. Schön. Wie sieht es jetzt hier unten aus? Da wird langsam aufgeräumt. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder. Oh, wir brauchen Tische. Wir brauchen erstmal Manager. So. Manager. Wer ist hier Novize Original? Sag. Ist irgendjemand besser als Novize? Nein, deswegen stehen die beiden oben. Nicht bei den Woodcrafter, unseren Weaponsmiths, brauchen wir selber. So, Sedel, wie auch immer. Cool. So, diese Büros waren noch, na genau, die sind noch nicht belegt.
Genau in der Größe, Assign und dann war das. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie kann ich in so kurzer Zeit den Namen vergessen? Da Manager steht auch da zum Glück neben. Manager. Ich habe nochmal Glück gehabt. Ihr kriegt auch ein eigenes Schlafzimmer. Assign auch für den Manager. Jetzt gucken wir, der Manager ist zufrieden. Und jetzt müssten wir, glaube ich, unter, also nee, nee, M nicht. Ah, Management. Management M wäre total cool, aber Military und M passt halt auch. Muss ich noch mal gucken, wo war das? Military Squad, Unit List. Finde ich das hier? Ich finde es wahrscheinlich wieder nicht. Das war woanders, ne? Das war nicht hier im Grundmenü. Z ist nur die Übersicht über alles Mögliche. Guck mal, hey, jetzt können wir auch mal reingucken, wie fit die alle sind. Brauchen wir aber nicht. Ich hätte es gesagt, dass es unter Z ist, weil da ja auch die Stocks gezählt werden. Unser Pen-Pasture ist ganz schön voll geworden. Es hilft mir natürlich trotzdem jetzt nicht mit meinem mein Erinnerungsvermögen, ne? Nee, das ist nur die. Ah, da. J, M, Q. Jetzt haben wir es. Und jetzt geht's los. Wie war das nochmal? Make. Genau, jetzt kommen diese ganzen Make-Sachen. Quest Finish Code, das wollen wir ja nicht. Man konnte hier drin doch auch mal suchen. Jetzt einfach so, wenn ich jetzt einfach Door, genau. Einfach tippen. Gibt sonst nichts. Das kann ich zum Beispiel hier sagen. Ich möchte gerne eine Steintür haben. Wo ist das Stone? Da unten Rock. Rockdoor. Kann da draufklicken und sage, mach mal 10. Dann hat er das jetzt erst einmal aufgenommen in seiner Liste und meint, okay, ich mach das. So, wir brauchen noch 20 Betten. Table, Rock Table. Da. Oh, komm, wir legen jetzt hier voll los. 20 Tische. Co. Und dann Twown jetzt mit H geschrieben. Ja. Dann wollen wir nicht noch den Rock Twown haben. 40. Können die gleich überall sitzen. Warte, der fängt jetzt nach und nach an, setzt sich in sein Büro und stempelt diese Arbeitsaufträge ab. Okay. Kaolonit. Wir haben ein episches Floodgate. Darauf muss ich husten. Ein episches Floodgate, finde ich cool. Ja, ist gut. Könnt ihr die Waren hier wieder abholen? Ach Mensch. Stehen die Kisten hier noch rum? Einmal bitte. Ich hoffe, die machen das jetzt selber, jetzt wo die Händler abhauen, weil das steht jetzt da rum. Wird nicht wieder eingelagert. Wird es halt nochmal gehandelt. Wobei, da gehen welche und holen es. Okay, super. Und 18 Eidler. Der kriege ich ja gleich. J, M. Abgehakt. Man sieht, es ist alles abgehakt. Da hinten ist jetzt bei Validate ist das Haken hinter. Und dann fangen die jetzt nach und nach an, das abzuarbeiten. Vorausgesetzt, wir haben halt genug Steine und sowas da. Jetzt muss ich nur noch einmal. Alter. Gem Cutter, Gem Cutter, Gem Cutter. Gem Setter, Setter, Quarz Dwarfs, Glassmaker. Wir haben sogar einen Manager gekriegt. Nee, das ist unser Manager, glaube ich. Das ist ja nur die Joblist. Ich müsste hier gucken. Alter, immerhin haben wir jetzt. Ja gut, wir haben Holzarbeiter. Was haben wir denn so Unnötiges? Holz, 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 Holz. Okay, wir haben ganz viel mit Holz. Ein Mason. Wir haben einen Blacksmith, Furnace Operator und den Waffenschmied. Das ist nicht schlimm. Die ganzen Edelsteinarbeiter.
weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht uns doch mal mit kümmern, so Edelsteine schleifen und so weiter. Lässt sich vielleicht gut verkaufen, steigt in den Wert, alles gut. Craft, Glas, Glas, Stone Crafter, Weber, okay. Unser Manager, Fisch, Fisch, der fischt sogar. Farmer, Farmer, Leimecker, Presser, Presser. Die können auch die anderen Farming-Jobs mitmachen. Dann brauchen wir uns jedenfalls um unsere Farm keine Sorgen machen. Voraussetzt, wir haben irgendwann mal wieder Samen. Oh, unser Mechaniker. Arzt, Arzt, Arzt. Man kann nie genug Ärzte haben. Gut, du bist unser Kämpfer. Dich hatten wir vorher schon. Genauso wie du. Du kannst gar nichts. Deswegen ist er peasant. Der hat nichts gelernt. Und wir haben drei Kinder. Das wird ein Spaß. So, sollen sich die. Oh, Petition. Was habt ihr denn jetzt vor? Finders Portal. No requires a temple and priest. The location must be built and furnished. With your new position appointed by you. Och. Okay, es gibt bei uns im Dorf ganz viele, die jetzt halt gerne einen Tempel und so weiter hätten. Wie baue ich einen Tempel? Die Frage hatte ich noch nicht. Hätte ich noch nie. So, wir stimmen erstmal zu. Natürlich machen wir das, auch wenn wir gerade, oder wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, wie. Das finde ich dann aber hoffentlich im Stream raus oder vor dem Stream. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Drücke mir selber die Daumen, dass das Freitagabend alles super läuft. Ab 23 Uhr. Und wenn nicht, machen wir einfach normal auf YouTube weiter und tun so, als hätte es Twitch nie gegeben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.